Jo, servus Leute, heute zum neuen Vlog, Vlog 4 nämlich. Heute bin ich einfach so ein bisschen Street fahren, auch mit meinem Enduro-Fahrrad wieder. Ich habe jetzt mal hier so eine Treppe gefunden, die man normalerweise eigentlich doublen kann. Problem ist, ich bin heute alleine wieder da. Und alleine ist es relativ schwer, immer Sachen zu fahren, also Treppengaps vor allem zu fahren, wo man dann nicht sieht, ob jemand unten ist. Deswegen müssen wir schauen, ob ich heute irgendwie Sachen fahren kann überhaupt. Ich würde sagen, nehmen wir mal an, auf das erste Gap. Sollte eigentlich keiner da sein. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ist zwar auf dem Abbremsen und relativ eng, weil es ja doch relativ weit ist, aber dafür nicht so hoch. Ich filme es nochmal von außen jetzt. Das wäre eben auch besser, wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs wäre, weil dann eben einer noch von außen filmen könnte. Und dann können wir schauen, ob wir nochmal hier irgendwie, keine Ahnung, Fakie probieren, zum Teil Treppen runterzufahren oder manuell vielleicht, genau. So, das war sogar die Ampel und ging zum Glück. Da muss ich nicht ganz so hart bremsen. Leider sind die GoPro-Akkus schon leer, die waren nicht mehr ganz so aufgeladen. Hatten wohl laut Anzeige noch 40%, aber das war wohl nicht so. Deswegen filme ich jetzt mit meinem Handy, kurz den Abschluss vom Video. Vielleicht schneide ich noch ein paar Clips von der Woche einfach noch so rein. Und wenn nicht, dann ist das einfach ein sehr kurzes Video. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich zu einem etwas längeren und besseren.